herzlich willkommen bei fotoexpert.ch. Wir haben euch hier drei Stative von der Firma Shizu, die wir euch vorstellen wollen. Drei kleine Stative extra für zum Reisen, also leichte Stative. Erzähl mal etwas darüber. Es ist so, ein Stativ, das habt ihr ja bis jetzt schon im Sortiment gesehen bei uns. Das ist das GT1542T. Das war eines unserer beliebtesten Stative. Das hat jetzt eigentlich ein bisschen Zuwachs bekommen oder ist ein bisschen abgelöst worden, je nachdem, wie man das anschauen will. Schnell zum 1542T. Das hier ist ein Stativ, das ist ein Stativ, das man Beierelemente entlang von der Mittelsäule auflegen kann und durch das bekommt man eigentlich ein sehr kurzes Packmass. Der Unterschied zu den anderen Stativen ist so, bei diesem hier Stativ ist die Mittelsäule länger oder gleich länger wie Beierelemente, wenn man sie dort auflegen. Durch das ist das hier Stativ sicher interessant, wenn man Kopf drauf tun für Vogelbeobachtung oder eben für Spektiv. Oder ein Videokopf, richtig. Dann kann man nachher die Beierelemente immer noch auflegen und bekommt hier eigentlich immer noch ein schön kurzes Packmass. So ist es kompakt und klein. Neu beim 1544T ist jetzt eigentlich das, dass wenn man einen Fotokopf drauf hat, zum Beispiel einen 70-80 QR, wo man schon darauf empfehlen, oder? Eigentlich? Richtig, wo ein ganz guter Kopf ist zum Fotografieren, genau. Auch wenn ihr eine schwerere Kamera habt. Ja. Habt ihr nachher eben trotzdem die Möglichkeit, dass ihr Beierelemente entlang vom Kopf auflegen könnt. Und im Unterschied seht ihr nachher, dass beim Fotokopf der halbe Kopf eigentlich von den Beinen umschlossen wird und so das Packmass etwa um 5 cm kürzer wird. Vom Unterschied sonst ist es eigentlich so, dass das hier Stativ mit einer Höhe, Gesamthöhe mit ausgefahrener Mittelsäule auf 142,5 cm kommt. Das gibt eigentlich eine gute Höhe, die man fotografieren kann. Ich empfehle allerdings, wenn man ein schwerere Kameras hat oder mal mit einem Teledub fotografieren, dass man die Mittelsäule halt nicht ausfahren. Neu im Sortiment bei der Gizo ist eigentlich nachher auch das 2542T Stativ. Das ist etwas, wo wir schon sehr, sehr lange darauf gewartet haben. Das ist nämlich ein Serie 2 Traveler. Schnell unterbrechen, Serie 2 und Serie 1. Sie. Also der Unterschied ist nachher eigentlich, dass man dickere Beielemente hat. Die Belastbarkeit von einem Serie 1 Traveler ist bis 7 kg, von einem Serie 2 Traveler ist nachher bis 12 kg. Also das hier Stativ kann ich sicher jemandem empfehlen, auch vielleicht mal ein grösseres Telewetter drauf machen, 200 bis 300 mm. Vom Packmass her ist es erstaunlich, es ist eigentlich nur 1 cm grösser als der Serie 1 Traveler. Ich kann beide Elemente auch bei dem hier nämlich schön entlang von der Mittelsäule auflegen. Mhm. Und so wird auch hier der Kopf tiptop umfasst. Vom Gewicht her ist es 300 Gramm schwerer als der kleine Bruder. Vom Stativkopf kann ich auch bei dem hier 70-80 Kuhn empfehlen. So also wird das Stativ nur 1,6 kg schwer. Man kann es gäbig mitnehmen. Und es ist sicher ein Stativ, das ich jemandem empfehle, der eine schwerere Spiegelreflexkamera hat, der mit der gerne reisen will, der es vielleicht mal hinter einen Rucksack aufnehmen will oder in einen Koffer reichen will. So kann man natürlich sehr, sehr viel Platz und Gewicht sparen. Ein Unterschied ist sicher auch noch der Füssli. Genau. Neu kann man beim Serie 2 Traveler auch Spike-Füssli reichen, wenn man das gerne möchte. Optional erhältlich, oder? Die sind glaube ich nicht mal so teuer. Also die sind 35 Gramm, 70 und die sind bei uns auch immer auf Lage lieferbar. Ja. Auch, wie bei allen Gizzo-Stativ, haben wir auch hier die schnellen Gelock-Verschlüsse, die wir im Moment sehr, sehr schnell aufmachen können. Das Stativ steht auch wahnsinnig schnell. Wenn man etwas Übung hat, ist man also sehr, sehr schnell bereit zum Fotografieren und verpasst nichts Wesentliches. Mhm. So. Gut, also das ist eigentlich schon ein universelles Stativ, so wie ich das gesehen. Das ist ja sehr stabil, also ich glaube, es gibt keine Konkurrenz gegen den. Nein, im Moment sicher so stabil, wie das ist und so ein kleines Packmaß, das ist konkurrenzlos, auch von der Verarbeitung. Genau. Was noch ein Pluspunkt ist bei diesem hier Stativ, wenn ihr gerne noch ein paar Makroaufnahmen machen wollt. Ja, genau, wenn ihr den Boden eben fotografieren wollt. Dann habt ihr bei diesem hier Stativ auch die Möglichkeit, dass
früher, oder das auch schon gesehen habt, vielleicht in einem anderen Video von uns, dass man bei einem neuen Traveler-Stativ das Bodenhöhenset verwenden kann. Man schraubt eigentlich die obere Platte ab, nimmt mit der Säule raus und kann nachher den Gewichtshaken mit der Grundplatte verschrauben. Minimal Gewichtseinsparung, wenn man ja die nicht mitnimmt, oder die Säule. Also ich glaube für Landschaftsfotografie nicht unbedingt nötig, dass man Säulen hat. Also ja, der Nachteil, wenn man mit der Säule halt nicht mitnimmt, ich kann die Beielemente nicht auflegen. Also das Packmaß wird sogar änderlich. Ah, okay, gut. So. Aber ich kann jetzt eben Boden eben fotografieren. Dafür kann ich jetzt wirklich hier in die Farbe gehen und ja, habe auch die Möglichkeit, andere Perspektiven zu wählen oder im Makrobereich etwas zu machen. Mhm. Gut, das wär's. Das wär's bereits. Okay. Die tolle Stativ findet ihr unter gizoshop.ch, also gizo-shop.ch. Im Normalfall sind die Artikel sehr schwer lieferbar. Wir sorgen aber dafür, dass ihr sehr schnell die Stativ überkommt. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Tipp von fotoexpert.ch. Viel Glück miteinander.